sind durch den Zaren. Sonst wird nur darüber gesprochen, dass die Zarenfamilie ermordet wurde. Man kann das für falsch halten, das ist völlig legitim. Aber das soll jetzt nicht relativieren oder nimm jetzt die Hamas. Natürlich ist, wenn Südafrika heute die Anklage erhebt, das ist ein Apartheidsregime. So ähnlich hat sich übrigens auch Sigmar Gabriel trotz Atlantikbrücke ausgedrückt. Und er hat auch gesagt, das ist wie ein Apartheidsregime. Dann ist er natürlich auch gedisst und gecancel-cultured worden, als er das gesagt hat. Aber es ist natürlich ein Apartheidsregime. Und es heißt für viele Hunderttausende von Menschen ein schreckliches Schicksal. Und das aber die nutzt natürlich auch, letzter Satz, nutzt natürlich auch so eine Organisation wie die... Das muss man schon sagen, die beiden hören sich selbst schon gerne reden. Also hinter dem unterbricht gerne andere und Kevin hört nicht auf zu reden, wenn er erstmal angefangen hat. Trotzdem, ich mag die beiden. Bei Hamas dann aus, ohne dass man auf deren Seite stehen muss. Ich wollte das jetzt nur noch mal deutlich sagen. Und dann sind natürlich auch Dinge passiert jetzt in der letzten Zeit, die vielleicht unter dem Radar von vielen sind, was jetzt Iran anbetrifft, Vorbereitung von Militärmaßnahmen gegen den Iran, aber eben was auch gegen die Houthi-Rebellen da im Jemen etc. passiert wird. Das sind alles Dinge, die passieren so, dass man das wie ein Gentleman-Unfall darstellt, aber eben nicht als das, was es ist. So ungefähr habe ich dich verstanden. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Entschuldigung. Ich will da noch was dazu sagen. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, und relativieren und Hamas und so, dem möchte ich Folgendes sagen. Ich bin an einem Dialog mit solchen Leuten gar nicht interessiert, weil die sind einfach unfassbar ungebildet. Das interessiert mich gar nicht mehr. Ehrlich nicht. Die sind die können nichts. Die haben nicht mal 1000 Bücher gelesen und wenn falsch rum, interessiert mich gar nicht. Mir geht es um die reine Analyse. Und diesen Leuten, diesen Antideutschen oder was auch immer Israel verstehen, sage ich eins, da gibt es diesen schönen Spruch, das Engagement wächst mit dem Abstand zum Problem. Verkleide diese doch einfach mal als Palästinenser und bring sie einfach mal in die interne israelische Grenze und nach 5 Tagen werden die echt kuriert. Um was geht's denn eigentlich? Die Israelis sind, was das angeht, also die Zionisten. Irgendwann wurde ja letztens schon gefordert, Kriegssetzer an die Front. Also alle, die Ukrainer in die Ukraine zurückschicken wollen, also wehrpflichtige Ukrainer, die Ukraine fordert ja gerade, dass die zurückkommen. Die sollte man vielleicht selber mal in die Front stecken. Ist jetzt eine provokante Forderung, wird natürlich nicht passieren, aber es verdeutlicht so ziemlich das Problem. Die Leute, die darüber entscheiden, ob Kriege weitergehen, sind nicht die Leute, die dann an der Front sterben müssen. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Ja, die Zionisten sind was da blendende Taktiker. Die Hamas, die ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Die ist ja mit israelischem Geld entstanden. Und warum? Weil die Hamas aus Radikalen besteht. Und das heißt, Netanyahu hat das selber gesagt, die muss man unterstützen mit Geld, mit allem, ja, damit die entstehen, weil die sind so radikal, dass wir später der Welt sagen können, mit denen kann man ja nicht verhandeln. Sie hatten nämlich jemand anders. Sie hatten ja die PLO mit Arafat. Und mit der wollte verhandeln. Der hatte ja mit Gotteskrieger nichts zu tun. Und deswegen, das ist die große Gefahr gewesen. Weil wenn du mit jemand verhandeln kannst, da musst du ja irgendwann, ich sage ja nur Oslo, auch mal liefern. Also musst du den austauschen, wegbringen, um ihn durch jemanden zu ersetzen, mit dem du nicht verhandeln kannst, damit du später sagen kannst, wir hätten ja ganz gerne, aber mit denen kann man ja nicht verhandeln. So, ja. Das ist das. Und das weiß ich doch auch alles. Und deswegen, ich bin doch zu schlau dafür. Das ist so lächerlich, es ist so schlecht und die meisten Leute wissen eben nichts, weil sie halt nichts wissen. Und es ist mir auch egal, ob sie es noch verstehen. Sind die Medien dran schuld? Also die meisten Menschen, die haben halt nicht weder die Lust noch die Zeit, sich groß mit Geschichte oder Politik zu beschäftigen. Die schauen halt Tagesschau, die schauen sich dann Dokumentationen im Öffentlich-Rechtlichen an und ja, wenn dann da ein sehr verzerrtes Bild von der Wirklichkeit dargestellt wird, wenn wichtige Dinge weggelassen werden, ich meine, das ist ja das viel größere Problem, nicht, dass unbedingt gelogen wird, sondern dass wichtige Teile der Realität einfach gar nicht erwähnt werden, sondern nur die Teile, die dem offiziellen Narrativ dienen. Ja, und dann gibt's halt einige Propagandisten, die sich dieses öffentliche Unwissen, dieses vor den Medien und vom Bildungssystem produzierte Unwissen, die das dann nutzen, um ihre Propaganda durchzudrücken, um bestimmte Stimmen zu diskreditieren. Ich glaube, dass wir auf diesem Planeten das gehend auch gar nicht ändern. Es ist ein Angebot des Systems. Hallo, hier ist so ein bisschen, es gibt nur Kinderschokolade, sonst gibt es keine Schokolade. Und Kaffee, der heißt immer Chibo. Wer das machen will und glaubt, dass Essen nur daraus besteht, dass man italienische Wochen bei McDonald's macht und dass das Homeoffice, dass das die neue Freiheit ist, die sind so geframed, da kann man sagen, mach das. Mich interessiert es gar nicht. Ich kenne jede Menge Palästinenser, jede Menge Israelis, jede Menge Araber, Menschen auf der ganzen Welt, die das alle begriffen haben und deren großen Vorteil besteht darin, die gucken kein Fernsehen mehr.
Die lesen das nicht mehr, weil das ist so hohl, was da geht und suggeriert, dass wir alle dumm wären, unbildlich. Aber so ist das eben nicht. Der Konflikt ist durchschaubar und der ist albern und da geht es immer nur darum, das ist auch psychologisch zu sehen, wenn der jetzt das Falsche sagt, da kriegt er eins auf die Mütze, weil eigentlich, der muss Unrecht haben. Aber warum wollen diese Leute Recht oder eigentlich Unrecht haben? Die müssen sich mal alle auf die Couch legen, dass die sich mit einem Staat sympathisieren oder sich da, das ist doch eigentlich nur, weil sie ein Identitätsproblem haben. Die können nicht gegen ihre Eltern rebellieren oder sie werden in diesem kapitalistischen System, können sich selbst verwirklichen. Also suchen sich einen Gegner, wie man Fan von Bayern München ist und dann kämpft man gegen 80, 60 und die müssen weg. Die spinnen doch alle. Das ist alles Quatsch. Wenn man wirklich friedlich ist, dann sagt man, lasst uns miteinander reden. Wenn man aber Unterdrückung erlebt hat durch unser System, dann braucht man ein Ventil. Und dafür dient diesen Leuten Geopolitik, wo man sich positionieren kann. Da ist ja der Herr Lanz der Beste, dann bringt er 2, 3 Bilder und tote Kinder, Vergewaltigung, schon wieder, also Brutkasten und so. Boah, ist das schlecht. Das ist ja wie damals im Ersten Weltkrieg, Deutschen als Hunnen. Du kannst doch nicht immer wieder denselben Trick machen und dann noch so Special Effects schlecht. Das ist wie die Styroporfelsen bei Star Wars in den 70ern. Da gibt's doch heute schon was Besseres, oder? Aber für die meisten Leute eben nicht. Und die sollen das gucken, die sollen das machen, sich das Maul zerreißen. Man wird dort nichts ändern. Wenn man etwas ändern will, und das ist für mich eine der großen Weltwunder, dann muss man es machen wie Fidel Castro. Dann muss man so schlau sein und das so aufstellen, dass man sogar mit 70 Jahren Embargo, zumindest gibt es noch Kuba, der hat einfach Tatsachen gesetzt und so eben nicht. Deswegen mochten die den auch nicht. Das ist ja interessant, 600 Anschläge der CIA und der hat überlebt. Warum? Weil er schlau war. Okay? Der wusste aber eben auch, du kannst viel reden, aber du musst auch in der Lage sein, dich zu wehren. Und dem haben sich sogar die CIA 70 Kilometer von der Küste die Zähne ausgehört. Das ist ein Vorbild, ja? Also tanz wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Das sind wirklich gute Leute. Und was wir hier haben an wer Schuld und Nutsch, tut immer so, als wäre das alles aus dem Nichts entstanden. Und das ist ein Intelligenztest, als wüsste ich nicht, wie Israel entstanden wäre. Als würde ich nicht wissen, dass es Schiiten und Sunniten gibt. Als wüsste ich, könnte ich den Orient nicht auseinanderhalten. Als wüsste ich nicht, dass man Utru spricht in Afghanistan. Als wüsste ich nicht, dass Indien aus X-Provinzen entsteht, ist Pakistan. Als wüsste ich das alles nicht. Als wäre ich blöd. Nee, ich habe mein ganzes Leben lang gelesen. Das ist natürlich ziemlich angefasst und das natürlich zu Recht. Also, dass Leute, die häufig wenig Ahnung von bestimmten Konflikten haben, dann glauben, einem diese erklären zu müssen, weil sie ja, halt einfach nur das offizielle Regierungsnarrativ nachbeten und dann alles, was irgendwie davon abweicht, als Verschwörungstheorie, als Schwurbel, als sonst was, ich höre das so häufig, von Leuten, die sich für unglaublich schlau halten, sie halt alles diffamieren, was nicht hundertprozentig auf Regierungslinie ist. Da schreibt gerade einer im Chat, KenFM bei Lanz, das wäre der Hit, der hat ihn nicht eingeladen. Ich würde das auch feiern, wenn er damals zu Gast wäre. Das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Also nicht mal Michael Lüders wird ja noch eingeladen. Das ist ja mittlerweile furchtbar, was für eine geistige Monokultur wir im Öffentlich-Rechtlichen haben. Also manchmal Politiker von BSW und von AfD, die muss man halt einladen, weil sie halt irgendwie im Parlament sitzen und die ganz auszugrenzen, das würde, glaube ich, auch bei der Zuschauerschaft ein bisschen komisch kommen, aber einen freigeistigen Journalisten, einen feinen Denker, den lädt man nicht ein. Also Ulrike Güro, die war ja jahrelang auf Linie, dann hat sie bei Corona widersprochen, man sie noch eingeladen, übelst angefeindet, dann hat man sie bei der Ukraine widersprochen und seitdem lädt man sie gar nicht mehr ein. Seitdem darf sie nur noch in Alternativmedien sprechen. Also auch da erreicht sie eine große Zuschauerschaft, aber das ist ja schon ziemlich deutlich. Sobald du dem Narrativ zu deutlich widersprichst in zu vielen Standpunkten, sobald du zeigst, dass du ein Freidenker bist und nicht auf Linie bist, wirst du ausgeschlossen. Also es sind ja nicht die Alternativmedien, die Leute ausschließen, sondern die Mainstream-Medien. Und diese ganzen Medien, diese Lanz, diese Royal, wie Böhmermann, das ist was für Trottel. Das ist was für Trottel und ich guck's nicht. Ich lese Mausfeld, ich gucke schon Latour, ich reise viel rum und ich treffe überall auf der Welt unglaublich viele intelligente, belesene Menschen, nur die gucken kein Westfernsehen. Und das ist der Hauptpunkt. Die lesen keine Westmedien. Das ist nichts anderes als permanente Dauerverblödung und Propaganda, die da auch schützt, dass man hingucken muss. Weil wenn man das nämlich tun würde, Dieter, dann müsste man Verantwortung übernehmen. Und das wollen wir nicht. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir infantilisiert werden. Das kannst du ja auch gerade bei der aktuellen Politikergeneration anschauen. Du hast doch nicht das Gefühl, dass du bei einer Frau Baerbock, bei einem Habeck oder unserem Bundeskanzler, dass du es mit erwachsenen Menschen zu tun hast. Das ist wie große Kinder, die in der amerikanischen WG wohnen und sagen, Papi, was soll ich als nächstes tun? Leg mir bitte meine Wäsche raus. Das sind im Chat schreibt gerade einer, Lanz erinnert mich so ein bisschen an den Moderator aus den Tribute von Panem-Filmen.
Absolut. An den erinnert ich mich ziemlich stark.